Halbzeitbilanz. Wo steht Deutschland nach 2 Jahren Ampelregierung? Ein trauriges Resümee. Wir sind die einzige Industrienation, die nicht wächst, sondern schrumpft. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie wurde Deutschland zum energiepolitischen Geisterfahrer. Die illegale Migration lähmt unsere Kommunen. Die geplante Bürgergelderhöhung sendet das Signal, Leistung lohnt sich nicht mehr. Ganze Branchen liegen am Boden. Und wir sind isoliert in Europa und im Rest der Welt. Deutschland kann mehr, aber nicht mit dieser Regierung. Deutschland verdient mehr, etwas anderes als diese Ampelregierung. Schauen wir deshalb mal, was 2024 bringt für Deutschland.